Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Mike Amedick, die 17, Dominik Domröse, neu im Kader, die 20, Sina Sansa. Dann auch neu der 22, Benjamin Friesen. Neu auch nach dem DFB-Pokalspiel die 24, Luca Kerkemeier. Zmajic, oh, was ein Fehlpass von Rehir, Zmajic da. Und ach, da ist das ein wenig zu ineffizient. Das ist gut unterbunden von Marco Höger. Das ist sehr gut unterbunden. Das ist der FC mit der Gelegenheit. Das ist Justin Diehl. Dementsprechend aktuell ein Spiel weniger auf der Agenda. Nachholspiel steht dann am Mittwoch an gegen den SC Paderborn. Und jetzt steht erstmal eine Möglichkeit für den FC an. Über rechts vielleicht. Ja, gut gemacht. Möglichkeit aus der Distanz. Die Weiterleitung war nix, aber der Ball ist ganz schnell wieder weg. Pierre Jombe da mit dem Fehler. Und jetzt mal die Chance für den SC Wiedenbrück. Vielleicht ein Stück zu langsam, mal der Abschluss. Ganz schnell nach vorne rausgeklärt vom ersten FC Köln. Und daraus ergibt sich eine Gelegenheit für den FC. Eine ziemlich gute Gelegenheit. Und das ist mal ein Abschluss. Bei der U21 des ersten FC Köln, das ist jetzt mal Justin Diehl mit seinen Offensivkollegen. Und die Gelegenheit ist doch gut und das ist der erste Treffer für den ersten FC Köln. Was ein Ding, Vorlage hier. Justin Diehl. Und dann ist es so ein halber Fallrückzieher, der im Tor vom SC Wiedenbrück landet. Zweiten Halbzeit. Sind wir mal gespannt, wer da reinkommt. Das war vielleicht die Möglichkeit für den SC Wiedenbrück. Der kommt gut rein. Wir sehen hier ihre Mannschaft insgesamt dreimal. Und es macht unfassbar viel Spaß für den richtigen Fußballfan. Diehl. Sehr schön gemacht von Justin Diehl. Verzögert hier nochmal. Justin Diehl mit dem Abschluss. Was ein Ding! Finkgräfe, guter Ball. Und es ist der Treffer für den ersten FC Köln. Leider nicht zu sehen, weil die Kamera da gerade einen Schwenk gemacht hat. Das ist manchmal natürlich auch ein Problem mit der automatisierten Kamera. Wir bitten um Entschuldigung, nichtsdestotrotz aber das 2:0. Für den SC Wiedenbrück, der damit immer noch im Tabellenkeller rangiert und weiterhin der erste FC Düren an der Spitze der Tabelle. Und wie dreht sich der Ball denn rein? Unfassbares Tor, wow! Damit hat, glaube ich, jetzt gar keiner mehr gerechnet mit dem Treffer. Es ist, meine ich, Pierre Jombe gewesen. Sieht es nicht so gut aus. Man kann natürlich von Glück reden, dass die drei anderen Mannschaften im Tabellenkeller auch verloren haben. So tut sich nicht viel im Tabellenkeller. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja, alles gut.